Bumerang. Bist du schon mal geworfen? Ja. Ja? Darum geht es jetzt. Es gibt nämlich eine Bumerang-WM und zwar findet die in Kiel statt. Und mit dabei ist auch ein Team aus dem Norden, die Hamburger Dreckhexen. Hexen oder Hexen? Ich weiß nicht. Gucken Sie selbst. Danja Werner war da. Boomerangs are the most ferocious, bodacious, vivacious, gregarious, low to the ground, hard to bring down, bob and weave, shake and make it, stop it on the timing, leave it behind, number one, second on sport in the world. Ein Boomerang-Rap von Gary aus Ohio, extra für die WM in Kiel. Diese Jungs hier können zwar nicht singen, aber leise sein, auch nicht ihr Ding. Schön, Michi, kleines Stückchen weiter rechts. Das Team vom Hamburger Boomerang-Club Dreckhecken. Einwerfen auf dem Nordmark-Sportfest am dritten und letzten Wettkampftag der Teamwertung. Wir sind momentan auf Platz 9 von 17 teilnehmenden Teams und vorgenommen hatten wir uns eigentlich die Top 10. Und ja, alles, was jetzt so mal weiter nach oben geht, da freuen wir uns natürlich. Doch die Windbedingungen heute schwierig. Wir haben jetzt 4 gehabt. Ja, schon eine ganze Menge. Also es ist gutes Wetter für Drachen, für Lenkdrachen, die freuen sich dann. Wir Boomerangwerfer fangen dann am liebsten ein. Also man muss sozusagen wie in der Seglersprache hart am Wind werfen und ja, also muss man immer wieder korrigieren, sobald der Wind dreht, muss man wieder sozusagen sich justieren, neu justieren. 4 Werfer aus den jeweiligen Teams werfen gleich 5-mal in 2 Kreisen mit unterschiedlichen Weitenlinien. Youngster Tobi mag die australische Runde, die anstehende Königsdisziplin, am liebsten. Kommt einmal darauf an, dass du die Kraft hast, den Boomerang weit zu werfen, am besten halb 40 Meter und dann muss er möglichst genau zurückkommen und das ist das große Schwierige, was es hier zu bewältigen gibt, dass er möglichst genau wieder zurückkommt und dass du ihn dann bestenfalls fängst, dann gibt es die meisten Punkte. Tobi und sein Kumpel Ferdi hadern etwas mit den ständig wechselnden Windböen. Daher hilft Matze mit 54 der erfahrene Teamälteste den beiden anderen Dreckhecken mit Windangaben. Muss man ein bisschen verrückt sein, um bei einer Boomerang-WM mitzumachen? Sie ist ungemein. Weil wer tut sich das an, hier in seiner Urlaubszeit sich hier die Seele aus dem Leib zu werfen? Aber es lohnt sich. Michi und Dizzy werfen gut und fangen sicher. Ihre lockere Art spiegelt sich übrigens auch im Motto der Dreckhecken wieder. Großstab und schön passt einfach nicht. Von daher, klein, geil, fertig. Aber erfolgreich. Die Männer sah das ganz gut aus, ja. Und solch coole Socken wie die Dreckhecken haben natürlich auch schon internationale Fans, die den US-Werfer kennen. Der hat sich vor wenigen Tagen sogar ihr Logo als Tattoo stechen lassen. Yeah, I love the German guy. Ich liebe diese Jungs aus Deutschland. Es macht immer riesen Spaß, mit ihnen abzuhängen. We always have a lot of fun together. Für die abschließende Disziplin Langzeitwerfen kommt es wie immer auf die Wahl des richtigen Boomerangs an. Man hat also so ein Set an Boomerangs. Wie eine Golftasche unterscheiden sich halt in der Form, im Material und auch Gewicht. Wir haben hier zum Beispiel Bleigewicht dran, ein Loch, damit der Wind da sozusagen auch noch ein bisschen gebremst wird durch dieses Loch. Und zum Schluss passt auch alles. Die Dreckhecken geben nochmal Vollgas und können ihren 9. Platz bei der WM halten. Wind hin oder her. Sauber, Jungs, du hast es geschafft. Super geil. Geiler Wurf, Freund. Morgen, Rückkehr.